Jo, moin Leute, am Freitag ist ja Hochzeit. Deswegen war ich bei Mai Meissner. Oder Meissner heißt nie, Mai Meissner heißt nie im Internet. War ich ein bisschen shoppen, damit ich für die Hochzeit auch adäquat angezogen bin. Outfit präsentiere ich natürlich am Wochenende. Mehr zeige ich davon noch nicht. Aber ich wurde super beraten und mir fällt es dann immer wieder auf. Halt, ich bin halt irgendwie noch sehr. Sehr unstylisch, was solche Sachen angeht. Das ist einfach so. Das kann ich ganz ehrlich von mir behaupten. Und das ist auch okay so. Aber ich freue mich. Ich habe ein paar Sachen, die hoffentlich ganz gut zusammenpassen. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Und als Gast sollte man auch nicht der Mittelpunkt der Party sein. Es geht um die Braut. Es geht um den Bräutigam. Es geht um die Familie drumherum. Und als Gast ganz kleines, unauffälliges, graues Licht. Und da freue ich mich drauf. Mega, Leute. Also, ich muss jetzt ein bisschen Gesundheit auskurieren. Ich gehe jetzt gleich machen Gesundheitsbad. Marisa ist mit den Pferden und Jordan war gerade mit mir 3 Stunden shoppen. Und ich glaube, er trägt mein Gesicht gerade nicht mehr. Dem hat es gereicht. Wir sind dreimal quer durch Lübeck gelaufen und sonst was. Und dem reicht das gerade. Jo, Leute. Ich habe euch schon überall mit hingenommen beim Daily Vlog. Nur noch nie in die Badewanne mit. Hier oben sind meine Quietscheentchen. Muss ich eigentlich mal hier mein Newcastle United Quietscheentchen. So, hier abtauchen. Die Seite kann ich nicht zeigen, denn ich gehe wie alle anderen auch nackt in die Badewanne. Ja, oh. Jetzt doch schon ein anstrengender Tag gewesen und das Erkältungsbad tut jetzt sein Übriges. Ah, Schaum, Alter, in den Bädern. Abstand. Ja, ansonsten vorweihnachtliche Zeit und jetzt ein bisschen erkältet, das ist ja schade. Ich werde nächste Woche normalerweise nochmal weggefahren, wollten wir einen kleinen Roadtrip machen, aber ich fühle mich nicht nach. Ich muss das Jahr noch zum Abschluss bringen, weil beim Verein, Firma, Weihnachtsaktion und so weiter. Und deswegen muss das warten und wird nur aufgeschoben und nicht aufgehoben. Ja, ansonsten plansche ich jetzt hier gleich noch ein bisschen. Oh, Stress ist bei mir auch weg, dass die Hochzeitssachen gekauft sind. Das hat mich richtig gestresst. Und ich fühle mich absolut nicht verkleidet. Ich fühle mich so wohl. Das bin ich und das will ich auch sein. Ich bin kein Typ in Anzug und Krawatte mit Anzughose und braune Schuhe, brauner Gürtel und so. Das bin ich nicht. Das sind andere. Denen steht das. Mir steht es nicht. Ich bin einfach der derbere Typ. Ja, moin Leute, ich habe es ein bisschen schleifen lassen. Ja, heute mal mit Schiebermütze. Krank, ich bin auf dem Weg zur Apotheke, ein paar Corona-Tests holen. Aspirin-Komplex und Hustenbonbons und so. Wir sind ja morgen zur Hochzeit eingeladen. Hochzeit sagt man nicht, aber natürlich, wenn man krank ist, ist man krank. Aber gerade weil uns Jenny und Dirk auch so wichtig sind, haben wir schon gehört, dass die Hälfte irgendwie abgesagt hat wegen Krankheit und. Naja, wenn es nur eine Erkältung ist, dann peitsche ich mich da durch, Alter. Weißt du, ich bin ja nochmal hart. Ja, ich bin so richtig hart. Was so Erkältung angeht, bin ich total die Weichwurst. Naja, gut. Mir geht es heute auf jeden Fall schon mal besser. Mal jetzt Apotheke, fahr zum Bäcker, holen uns ein Brötchen, dann legen wir uns auf die Couch, chillen den ganzen Tag. Und ich hoffe, dass ich morgen nochmal 10-15% besser aufwache und dann ist das auch alles in Ordnung. Und dann lässt sich das alles aushalten. Man will jetzt auch nicht übertreiben, wenn es Corona ist. Ist natürlich scheiße, aber ich hole jetzt einen Corona-Test. Und ich hoffe, dass es einfach auch mal nur eine Erkältung ist. Moin. So, also es ist einfach mal nur eine Erkältung. Ist einfach mal nur eine Erkältung. Das ist auch mal in Ordnung so. So, wir haben uns hier so ein bisschen eingelebt. So Krankenlager, kennt ihr das? So, man lässt Rollläden runter, man legt die Decken so auf den Tisch. Alles steht so ein bisschen rum. Da eine Teetasse, da eine Kaffeetasse und so weiter. Und ja, bei uns schneit es jetzt gerade. Und ich werde jetzt gleich mit den Hunden eine Runde spazieren. Ein bisschen frische Luft schnappen. Mach Marisa den Kamin an. Die liegt noch im Bett. Da hinten brutzelt schon ein Tee, hier habe ich Corona-Tests geholt und so weiter. Also eine Erkältung kann ich morgen auch mit einem Gin Tonic bekämpfen. Das weiß jeder und das werde ich morgen auch tun. Also gibt es morgen. Guck mal, da kommt Marisa. Na? How are you? Fresh? Willst du mit mir spazieren gehen?
kleinteilig. Ja, ich will mit dem Hund spazieren gehen jetzt. Du nicht? Wir hatten hier was gefressen. Ja, rat mal, wer gerade ein Nagetier ist. Die D.O.? Ja. Das war schön, man. Na gut, also gehen wir bei dir spazieren, ja, nein? Ja, nein. Gut.